Invest 2019, wir wollen heute über ein etwas spezielles Thema, kann man es glaube ich durchaus nennen, sprechen über Algo-Trading. Das Ganze wollen wir tun mit Dr. Michael Geke, Gründer von TraderRama.com. Seines Zeichens natürlich ein Algo-Trader. Grundsätzlich die Frage erstmal, Algo-Trading, was muss ich mir denn als Anleger darunter vorstellen? Algo-Trading ist heute im großen Munde. Es gibt eine ganze Menge von Computerprogrammen, die dabei helfen, die Aktienanlage oder das ganze Thema Handeln an der Börse mit Hilfe von Computerprogrammen zu unterstützen. Und das ist eigentlich das Geheimnis, dass der Computer Signale berechnet zum Kaufen oder zum Verkaufen und versucht, Trends bzw. auch Gegentrends zu identifizieren, die man dann nutzen kann, um seine Anlageentscheidung zu machen. Das ist im Prinzip das Geheimnis hinter Algo-Trading. Wir haben im Vorfeld ganz kurz darüber gesprochen, inwieweit unterscheidet sich Algo-Trading von den allseits bekannten Robo-Advisern? Na, Robo-Advisory hat eigentlich den Fokus auf das ganze Thema Rebalancing, ein bestehendes Portfolio nochmal neu auszurichten, zu optimieren, immer wieder. Das ist ein erfolgreicher und praktizierter Ansatz und wird durch die Robo-Advisor-Firmen auch professionell vermarktet. Das ganze Thema Algo-Trading ist ein bisschen davon abgekapseltes Thema. Es fokussiert wirklich mit Hilfe von Algos ganz konkret Einstiegspunkte und Ausstiegspunkte für Aktien zum Beispiel zu berechnen und arbeitet weniger mit dem Thema Rebalancing. Schauen wir etwas genauer hin. Wie genau läuft das Ganze bei TraderRama ab? Na, TraderRama wurde entwickelt für private und auch für professionelle Anleger. Eines der größten Probleme beim Anlegen von Geld und mit der Frage, wohin bloß mit der Kohle, ist doch eigentlich jeden Tag bei der Vielzahl an Möglichkeiten, die wir auch bei der Börse Stuttgart handeln können, als privater Anleger. Was ist denn jetzt eigentlich die interessante Aktie, auf die wir heute setzen sollen? Sollen wir Wirecard kaufen oder ist vielleicht die Deutsche Bank interessant heute? Und welches Potenzial bietet uns diese Aktie zum Kaufen? So, TraderRama hat dafür Algorithmen entwickelt und mit Hilfe dieser Algorithmen untersuchen wir jeden Tag den gesamten DAX, alle DAX-Werte, alle amerikanischen Werte, alle Werte, die man handeln kann an der Börse und berechnen, ob es hier eine gute Chance gibt, in diese Aktie heute einzusteigen. Und das Schöne dabei ist, TraderRama-Algorithmen funktionieren in der Art und Weise, dass sie gestern schon den Limit-Kaufpreis für den morgigen Einstieg berechnet haben. Das bietet privaten Anlegern eine Riesenchance, nämlich vor allem dann, wenn private Anleger berufstätig sind, bekommen Sie morgens die Signale zum Frühstück, können die Order platzieren. Das sind immer Limit-Orders, die platziert werden. Und dann macht man die Börse wieder zu, das Depot zu, ist alles platziert. Und man kann seinen anderen Wegen vorbeigehen. Man kann quasi an der Börse handeln mit 5 Minuten Aufwand pro Tag. Das ist das, was TraderRama bietet mit einer Vielzahl unterschiedlicher Algorithmen. Auf welchem Wege generiert Ihr Algorithmus diese Chancen, von denen Sie eben gesprochen haben? Ja, die Methoden, die hinter TraderRama stecken, ist eine Art Wahrscheinlichkeitsberechnung. Wir gehen weg von Themen wie der klassischen Trendanalyse oder Wellenanalysen oder Candlestick-Analysen. Das sind alles Analysemethoden, die wir gar nicht einsetzen. Wir gehen hin zu wahrscheinlichkeitsbasierten stochastischen Verfahren, bei denen wir jede Aktie untersuchen, ob jetzt heute eine Wahrscheinlichkeit bei dem Verlauf der Aktie gegeben ist für eine möglichst hohe Chance, dass es wieder einen Rücklauf gibt. Also wir suchen uns grundsätzlich von der Methodik unterbewertete Aktien, das heißt Aktien, die gefallen sind, und suchen uns, nachdem die Aktien gefallen sind, einen Umkehrpunkt, bei dem wir einen Kaufpreis rechnen, den platzieren wir. Und dann lassen wir die Aktie laufen. Die Trefferquote unserer Handelssysteme liegt zwischen 70% und 80% in einem Zeitraum zwischen 2 und 4 Tagen Haltezeit. Und wenn man das 100-mal macht im Jahr, hat man auch ein vernünftiges Sümmchen. Also es kommt mehr darauf an, viele Trades zu machen, viele kleine Trades, als einen riesengroßen Trade, der dann vielleicht nicht aufgeht. Viele Anleger werden aber nun sagen, na, das kostet ja irgendwie auch Geld, wenn ich ganz viele Trades mache. Ja, das kostet natürlich Geld, wenn man die Handelssignale beziehen möchte. Es gibt aber hier mehrere Möglichkeiten. Wir bei TraderRama bieten klassische Abo-Modelle an, im Sinne von einem 3-Monate-Abonnement oder 12-Monate-Abonnement, wo man dann die Handelssignale beziehen kann. Aber wir machen etwas mehr. Wir gehen sogar so weit von TraderRama, dass wir ein Gebührenmodell anbieten, bei dem der Kunde
nur dann an Traderama Geld bezahlt, wenn der Algo einen erfolgreichen Trade gemacht hat. Wir nennen das Pay-per-Win. Das heißt, am Ende eines Monats schauen wir, hat der Algo überhaupt ein Signal geliefert? Weil das könnte auch sein, der Markt bewegt sich nicht. Und wenn der Markt sich nicht bewegt, dann liefern wir keine Signale. Also muss der Kunde auch nichts zahlen. Dann könnte es passieren, dass der Algo nur Fehlsignale vielleicht macht. Könnte ja passieren, theoretisch. Macht nur 3 oder 4 Verlusttrades, muss der Kunde nicht zahlen. Das heißt, nur wenn in einem Monat zum Beispiel 10 Trades gemacht worden sind und von den 10 Trades waren 5 oder 6 oder 7 erfolgreich, dann verlangen wir eine Gebühr, eine feste Gebühr zwischen 5 Euro und 14 Euro für diesen erfolgreichen Trade. Das nennen wir Pay-per-Win. Dr. Michael Geke, Gründer von Traderama. Ihnen vielen Dank für das Gespräch und noch viel Spaß auf der Invest 2019. Ganz meinerseits.